Du stellst dir vor jeder Wanderung die Frage, ob ein zusätzlicher Fotorucksack oder eine Fototasche unbedingt sein muss. Dann bist du jetzt genau richtig bei mir. Und wenn du etwas gewinnen möchtest, dann erst recht. Bleibe dran. Disclaimer vorab, mir wurde das Equipment von Amulet zur Verfügung gestellt. Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Kameraeinschlagtücher für Kameras bzw. Objektive herzustellen und Kamera-Handschlaufen in Handarbeit hier made in Germany aus Deutschland sozusagen anbietet. Hallo alle zusammen, mein Name ist Silvio Oeser, ich bin Fotograf und Fototrainer und spezialisiert auf Hochzeiten und Landschaftsfotografie. In diesem Zuge bin ich natürlich sehr viel unterwegs und stelle mir sehr häufig die Frage, ob ich einen zusätzlichen Fotorucksack mitnehmen muss oder ob denn nicht mein normaler kleiner oder großer Wanderrucksack reicht, um all mein Equipment zu verstauen. Oft ist es so, dass ich mich für den Fotorucksack einfach entscheide und ihn zusätzlich, wenn es sein muss, auch mitnehme, weil ich einfach keine andere Möglichkeit habe, mein Equipment gut und sicher zu verstauen. Und das hat mich ein bisschen angepiept und angenervt und ich habe mir überlegt, da muss es doch noch was geben. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, um eine Kamera und ein Objektiv in einem Wanderrucksack auch gut zu verstauen, ohne dass ich einen extra Rucksack mitnehmen muss. Und da bin ich auf die Firma Amulet gestoßen. Die verkauft über einen Webshop verschiedenes Zubehör zum Schutz deines Kamera-Equipments. Unter anderem auch Handschlaufen, die sind handgemacht, made in Germany, sehr geile Sache. Und ich habe mir von der Firma für euch die verschiedenen Sachen mal zur Verfügung stellen lassen. Vielen Dank dafür. Und ich möchte beginnen mit dem Kameraeinschlagtuch. Und zwar ist das hier die Größe L. Das ist 50x50 groß ungefähr. Und darin könnt ihr eure Kamera ganz sicher einwickeln und könnt sie sozusagen darin einpacken und in den Wanderrucksack legen und es passiert ihr nichts. Wenn ihr sagt, ich möchte mein Objektiv, was ich zusätzlich mitnehme, gerade ein relativ großes oder schweres, auch gut verstauen und will aber auch keinen extra Rucksack mitnehmen, dann gibt es von Amulet auch richtig geile Einschlagtücher für Objektive. Die sind dann um ein wesentliches dicker als das Kameratuch. Und das Tolle ist, ihr habt hier auch so eine Art Ecke drin, die ihr sozusagen mit Klettverschluss zumachen könnt und frei zusammenstellen könnt. Also ihr könnt das Tuch so zusammenlegen und einschlagen, wie ihr das braucht und wollt. Jetzt wirst du sagen, und das ist berechtigt die Frage, ich kann doch auch mein T-Shirt nehmen und meine Kamera oder mein Objektiv daran einwickeln. Und so habe ich auch erst gedacht. Aber das Ganze hat natürlich einen Haken. Und zwar kannst du deine Technik zum einen nicht zu gut darin einwickeln und zum anderen kannst du dein T-Shirt nicht mit Klettverschluss so befestigen, dass es dann auch hält. Und das ist ein Riesenvorteil. Du kannst jetzt hierher gehen und dir deine Kamera hier reinlegen, hast innen noch eine Fließbeschichtung, das heißt, wenn dein Objektivdeckel mal weg sein sollte oder du hast vergessen, ihn drauf zu machen, dann kannst du auch trotzdem deine Kamera hier einwickeln. Machst es ja alles zu mit dem Klettverschluss. Das hält zum einen und zum anderen hast du durch diese Fließbeschichtung im Stoff einen guten Schutz für dein Objektivglas und kannst es sogar ein bisschen sauber damit machen und hast keine Probleme. Und es gibt natürlich auch Kameragurte, die auch handgemacht sind, made in Germany. Und ich habe jetzt mal einen hier und zwar in Blau. Und das Tolle, und das ist mir sofort aufgefallen, ist, ich habe keinen Gefummel, um den Gurt hier festzumachen, sondern ihr habt hier einen ganz normalen Schlüsselring dran, etwas kleineren, und ihr geht hier sozusagen durch die Schlaufe durch in der Kamera und schon ist er fest. Dann gibt es hier noch so einen Gummiring, dann könnt ihr das sozusagen festmachen und das passt und hebt und muss nicht für den Hersteller Werbung laufen. Das Team von Amulet war so begeistert von der Idee, dass ich euch mal zeige, wie ich mein Equipment auch sonst so nutze, wenn ich unterwegs bin, dass sie sagten, Mensch, Silvio, da verlosen wir doch einfach mal ein paar Sachen. Und zwar gibt es einmal ein Kameraeinschlagtuch zu gewinnen und einmal einen Kameratragegurt. Den Kameratragegurt gibt es bei mir auf meinem Instagram-Kanal zu gewinnen. Check ihn mal aus. Unter meinem Video habe ich den Link mal reingepackt. Und den Shop von Amulet habe ich auch drunter gepackt. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich jetzt komplett damit eindecken. Unterstützt die Jungs auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, wenn du jetzt gewinnen möchtest hier bei meinem YouTube-Video, dann musst du dieses Video liken, meinen Kanal abonnieren und mir kurz unter dieses Video schreiben,
warum du dieses Kameraeinschlagtuch gewinnen möchtest. Ich drücke schon mal allen die Daumen und wünsche allen viel Glück. Wer noch Fragen dazu hat, schreibt sie mir einfach unter dieses Video. Ich freue mich über jeden, der ein bisschen was dazu beiträgt, und ich freue mich natürlich über jeden, der beim Gewinnspiel mitmacht. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis später. Tschüss. Du möchtest nicht immer deinen Fotorucksack oder deine Fototasche mitschleppen und möchtest viel lieber dein Equipment in einen Wanderrucksack stecken, dann habe ich für dich heute eine richtig gute und... Okay. Wie sieht das aus? Ja, geht. Das geht. Okay, ich hoffe, das passt. Raus.